Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Rund 16.000 Menschen in Deutschland erkranken pro Jahr am Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das ist natürlich für den Einzelnen erst einmal ein Schock. Und wenn dieser Krebs noch keine Metastasen gebildet hat, dann wird Ihr Arzt Ihnen vermutlich zu einer Operation raten. Und darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Ansgar Michael Krumek. Er ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Dr. Krumek. Ich freue mich auch sehr. Sagen Sie mir, wozu ist das Pankreas überhaupt da? Die Bauchspeicheldrüse ist ein ganz zentrales Organ im Körper und hat zwei Hauptfunktionen. Zum einen die Bildung von Bauchspeicheldrüsensaft. Der ist wichtig für die Verdauung von unseren Nahrungsbestandteilen. Circa 1500 Milliliter pro Tag werden gebildet von diesem kleinen Organ. Und eine andere wichtige Funktion ist die Bildung von Hormonen und da ganz besonders das Insulin. Das ist das Hormon, was für den Blutzucker verantwortlich ist, für die Blutzuckerregulation. Ja, und wo erkrankt das Pankreas in erster Linie an Krebs? Es hat ja zwei verschiedene Bereiche sozusagen, die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse wird eigentlich eingeteilt einmal in den Kopf, das ist dieser Bereich hier vorne, und dann Bauchspeicheldrüsenkörper und Bauchspeicheldrüsenschwanz. Und man sieht schon, das Organ liegt sehr versteckt, nämlich hinter dem Magen. Dieses Gelbe hier, das ist das Pankreasorgan, Kopf, Körper und Schwanz. Und die meisten bösartigen Tumoren finden sich im Kopfbereich. Da sind sicherlich die Mehrzahl der Fälle. Aber es gibt auch seltener mal Bauchspeicheldrüsenkrebsarten, die sich hier im Pankreasschwanz zeigen. Aber Kopf ist das Hauptproblem. Und wie würde man dort diese Krebstherapie operativ durchführen? Zunächst muss man erstmal gucken, wo genau dieser Tumor lokalisiert ist. Häufig ist das so, dass, wenn er zum Beispiel hier im Kopf gelegen ist, der dann dadurch überhaupt erst sich zeigt, der Tumor, dass diese beiden Gangsysteme nämlich sich aufstauen. Hier ist einmal das Gallengangsystem. Die Leber produziert am Tag 600 Milliliter Gallesaft und der Gallesaft fließt hier runter. In diesem gestriegelten Gang, das ist der Gallengang, den man hier sehen kann, und will dann hier unten in den Zwölffingerdarm münden. Das ist dieser Darmteil. Das heißt, die Galle will runterfließen und der Bauchspeicheldrüsensaft, von dem ich erzählt hatte, 1500 Milliliter am Tag, wird auch ständig gebildet und fließt in diesem Pankreasgangsystem nach unten und hier auch in den Zwölffingerdarm. Ja. Und wenn der Tumor hier lokalisiert ist, dann ist die Frage, hat er Metastasen gebildet? Das hatten Sie schon gesagt. Wenn Metastasen vorhanden sind, ist oft eine Operation oder in der Regel eine Operation nicht möglich. Und da muss man gucken, wie stark dehnt sich dieser Tumor schon an diese lebenswichtigen Blutgefäße aus. Ja. Einmal ist das hier die Pfortader, dieses blaue Gefäß. Dann sind hier weitere wichtige Blutgefäße, die den Darmtrakt versorgen. Möglich sollte dieser Tumor diese Gefäße noch nicht befallen haben. Dann hat man eine Chance, ihn zu entfernen. Ja, aha. Und was Sie eben sagten, dass der ja dann schon den Gallengang unter Umständen aufstaut und auch den Pankreasgang, das zeigt sich ja dann auch in den Symptomen, die der Patient hat. Ne? Er bekommt ja dann eine Gelbsucht, glaube ich. Genau, die Galle kann nicht gut abfließen und sie staut sich im Prinzip in das gesamte Körpersystem zurück. Und das färbt alle Häute und Schleimhäute gelb. Ja. Das ist oft das erste Symptom, was die Patienten haben. Interessanterweise bemerken sie das häufig gar nicht selber, sondern der Lebenspartner merkt das: Mensch, du hast ja ganz gelbe Augen. Ja. Man sieht das zuerst in dem Weiß der Augen. Und natürlich kann so ein Tumor auch Schmerzen bereiten. Das kann man sich auch vorstellen. Wenn diese Gangsysteme nicht mehr gut abgeleitet werden können, kann das auch einfach Schmerzen machen. Typischerweise Rückenschmerzen. Aber wie gesagt, Symptome beim Bauchspeicheldrüsenkarzinom sind immer sehr subtil und nicht so typisch wegweisend wie für andere Erkrankungen, die wir haben. Deswegen ist es auch so tückisch. Aha, das heißt, man entdeckt ihn dann eher zufällig im Grunde? Ja, also einige kommen tatsächlich, weil sie wirklich gelb geworden sind. Und also wenn jemand gelb wird und die Haut wird gelb, das ist immer ein Alarmsymptom. Das ist aber auch eigentlich eben schon automatisch bewusst, da geht man zum Arzt. Aber einige werden auch zufällig entdeckt bei anderen Untersuchungen. Das kommt durchaus vor. Ja, und wie diagnostizieren Sie dann diesen Tumor? Wie finden Sie den? Da gibt es unterschiedliche Untersuchungen. Also auf jeden Fall wird eine Computertomographie vom Bauch durchgeführt.
um zu sehen, wo ist der Tumor lokalisiert, hat er Metastasen gemacht, ja oder nein. Es gibt noch weitere Untersuchungen, zum Beispiel eine Kernspintomographie kann häufig auch noch sehr genau Aufschluss darüber geben, wie diese Gangsysteme sich verhalten, auch ob die Gefäße schon befallen sind. Es gibt noch weitere Untersuchungen, Endosonographie zum Beispiel, also eine innere Ultraschalluntersuchung, wo man zum Teil sogar auch eine Probe schon von dem Tumor nehmen kann. Also das sind so drei Untersuchungen, die auf jeden Fall dazugehören, ehe wir über eine Operation sprechen. Das sind meistens auch schon die Diagnostik, die entweder die Patienten schon mitbringen in meine Sprechstunde oder die ich dann praktisch initiiere, dass sie vervollständigt werden. Ja, und wenn dann der Verdacht Gewissheit geworden ist und Sie wissen, da ist der Tumor und der ist noch operabel, dann, wie geht das dann? Dann müssen wir, da muss ich das natürlich dem Patienten genau erklären, wenn wir jetzt wirklich von diesem häufigsten Beispiel von einem Kopftumor ausgehen, dann muss man, man kann leider nicht nur diesen Tumor an sich ausschälen. Das fragen viele Patienten, warum geht denn das nicht? Man muss tatsächlich den ganzen Bauchspeicheldrüsenkopf entfernen. Und zwar macht man das auf dieser Ebene ungefähr. Das liegt daran, dass diese Art von Tumoren, dieses Pankreaskarzinom, häufig schon kleine Lymphknotenmetastasen hat, ja überall um den Zwölffingerdarm rum. Und auch um den Bauchspeicheldrüsenkopf sind überall kleine, zum Teil punktförmige Lymphknoten. Die muss man alle mit entfernen. Die dehnen sich auch aus bis hier auf den Gallengang. Deswegen muss man bei diesem Eingriff sowohl die Gallenblase, die Gallenwege mit entfernen, den ganzen Bauchspeicheldrüsenkopf und auch einen Teil und auch den gesamten Zwölffingerdarm im Prinzip. Diesen ganzen Anteil ist ein sehr großer Eingriff, der deswegen so groß sein muss, weil man die Lymphknoten, die häufig befallen sein können, mit entfernen muss. Das ist eine Operation, die nennt sich Whipple-Operation, nach einem Chirurgen beschrieben. Und das kann man hier sehen. Dieser Teil, der jetzt hier praktisch ganz schraff, also ganz wenig eingefärbt ist, das ist der Teil, der praktisch wegkommt. Bauchspeicheldrüsenkopf, Zwölffingerdarm. Die Gallenwege, die Gallenblase und dann, das ist der erste Teil der Operation im Prinzip, dann kommt die zweite Phase, wenn man das entfernt hat, dann muss man es rekonstruieren. Ja, rekonstruieren heißt dann nicht einfach zusammennehmen, sondern auch was dazwischen setzen, oder? Ja, jetzt muss man im Prinzip dafür sorgen, dass die beiden Säfte, zum einen der Bauchspeicheldrüsensaft und auch der Gallensaft, dass diese beiden Säfte wieder in den Dünndarm fließen können. Mhm. Denn dort brauchen wir ihn ja für die Verdauung. Deswegen machen wir bei dieser Operation, das ist jetzt eine Magenpförtner-erhaltende Whipple-Operation, eine Pylorus-erhaltende Whipple-Operation, wie man sagt. Wir machen zuerst diese Nahtverbindung zwischen dem Bauchspeicheldrüsenrest und dem Dünndarm. Da sorgen wir dafür, dass im Prinzip dieser Gang jetzt wieder hier rein drainieren kann in den Dünndarm. Mhm. Dann machen wir als nächstes eine Verbindung zwischen dem Gallengangsrest und dem Dünndarm, dass die Galleflüssigkeit auch wieder einfließen kann. Und ganz unten kommt dann praktisch eine Verbindung, dass der Magenrest mit dem Magenpförtner hier wieder raufgenäht werden kann. Und praktisch ab diesem Punkt ist dann sozusagen wieder diese Verdauung so, wie sie sein soll, dass nämlich die Nahrungsbestandteile in Kontakt kommen mit diesen beiden lebenswichtigen, also für die Verdauung lebenswichtigen Säften. Und funktioniert das wirklich so? Also das, macht der Körper das mit, dass die Wege plötzlich andere sind und dass man quasi eine Abkürzung nimmt? Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich das ist ein großer Eingriff. Das ist ein Eingriff, der dauert, da reden wir von 5 bis 7 Stunden, dauert so ein Eingriff über einen großen Schnitt im Bauch. Die Patienten sind 2 Tage auf Intensivstation, sind, wenn es gut läuft, zwischen 10 und 21 Tagen im Krankenhaus. Also das ist ein sehr großer Eingriff. Und natürlich ist das am Anfang für den Körper eine Umstellung. Denn gerade diese Passage der Nahrung durch den Zwölffingerdarm ist eigentlich etwas sehr Wichtiges für unseren Körper. Da sind unterschiedliche Vorgänge, die sozusagen dadurch jetzt unterbunden werden und der Körper muss sich erstmal daran gewöhnen. Aber es ist trotzdem so, dass die Patienten nach einer gewissen Zeit wieder eine normale Lebensqualität haben. Viele Patienten berichten, dass sie hinterher etwas weniger, also häufiger kleine Mahlzeiten nehmen, nicht mehr 3 große, sondern vielleicht 5 über den Tag verteilt. Es gibt einige Medikamente, die man zum Teil noch nehmen muss, dann dauerhaft. Aber trotzdem ist es so, dass viele Patienten nach diesem Eingriff
jetzt abgesehen von der Tumordiagnose, wieder so sind, dass sie auch in dem Beruf arbeiten können und auch eine normale Lebensqualität haben. Genau, über die Langzeitfolgen wollte ich gleich mit Ihnen noch sprechen, aber erst noch die Frage, das ist eine OP für den Fall, dass es noch keine Metastasen gibt, sagten Sie vorhin. Innerhalb dieses Rahmens kommt die da für jeden in Frage? Natürlich muss man gucken, wie fit ist der Patient. Also die Metastasen, also es sollten keine Metastasen vorhanden sein. Das ist der erste Punkt. Er sollte operabel sein. Es gibt manchmal natürlich, es gibt auch immer wieder mal Patienten, die kommen zu uns. Da sehen wir schon, dass der Tumor meinetwegen so groß ist, dass er schon diese ganzen Gefäße alle mit umschlossen hat, diese lebenswichtigen. Der hat dann zwar keine Metastasen, trotzdem kann man ihn nicht behandeln. Die kann man dann manchmal vorbehandeln mit einer Chemotherapie. Das ist sicherlich der Trend, der in den nächsten Jahren dort greifen wird, dass man diese Patienten vor einer Operation erstmal behandelt. Aber das ist die eine Limitation. Die andere ist natürlich der Gesamtzustand des Patienten. Es ist gar nicht so das Lebensalter, es ist einfach auch das biologische Alter. Wie fit ist ein Patient? Grundsätzlich ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs eine Erkrankung des alten Menschen. Ja, das ist ja 60, 70, 80-Jährige bekommen auch noch diese Operation, auch über 80-Jährige. Ja. Nur sie müssen dann natürlich körperlich und von ihrem Allgemeinzustand fit sein. Jemand, der schon mehrere Schlaganfälle hatte und Bypässe und bettlägerig ist, ja, da wird man sicherlich so einen riesengroßen, gefährlichen Eingriff nicht machen können. Aber es gibt ja auch noch viele Leute über 80, die unheimlich fit sind körperlich. Ja, da kann man diesen Eingriff machen. Genau, über die sprechen wir jetzt, über die, die die OP gut überstanden haben und jetzt damit noch lange Jahre leben möchten. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn doch der Teil entfernt worden ist, der fürs Insulin zuständig ist, mit den langerhanschen Inseln, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Was heißt denn das jetzt für meine Ernährung? Also die Patienten werden schon nach der Operation bei uns im Krankenhaus, wird geguckt, wird schon regelmäßig der Blutzucker gemessen und auch von Diabetologen mitbetreut, ob der Rest der Bauchspeicheldrüse noch ausreicht. Das kann man vorher eigentlich nicht gut vorhersagen. Patienten, die vorher vielleicht schon eine Neigung zu einem Zucker hatten, das kann man an manchen Laborwerten präoperativ feststellen, da reicht dann manchmal das verbliebene Stück von der Bauchspeicheldrüse nicht mehr aus. Mhm. Wenn dem so ist, dann bekommen sie eine Insulintherapie. Die Patienten werden dann... Das heißt, die werden dann auch Diabetiker? Die werden dann Diabetiker. Es ist immer die Frage, wie viel Insulin brauchen sie? Ja. Manche, es gibt auch einige, die kommen sogar ohne Insulin dann aus. Aber trotzdem muss man diese Zuckerproblematik hinterher sehr ernst nehmen. Die Patienten müssen geschult werden. Das sind oft ja auch ältere Patienten. Da kostet so eine Schulung oft auch etwas mehr Zeit. Aber im Prinzip ist das etwas, was der Körper... wo die Patienten dann doch gut mit klarkommen und der Körper gewöhnt sich einfach daran. Und gibt es noch andere Dinge, die ich ergänzen muss bei der Nahrung oder die ich nicht mehr essen kann? Ja, also es ist so, dass die Patienten am Anfang, obwohl die Bauchspeicheldrüse jetzt eigentlich wieder ihren Bauchspeicheldrüsensaft abgeben kann, trotzdem mindestens für ein halbes Jahr bei uns Ernährungssubstitutionen bekommen. Die bekommen im Prinzip Bauchspeicheldrüsensaft in Kapselform. Der vor allen Dingen für die Fettverdauung wichtig ist. Da stellen wir alle Patienten darauf ein. Die bekommen eine spezielle Ernährungsberatung, wo sie praktisch trainiert werden, was sie essen können, wie viel von diesen Kapseln sie zu dem Essen bekommen. Also das gehört mit dazu, dass wir die Patienten da gut schulen und dass sie hinterher gut essen können. Aber es gibt auch tatsächlich Patienten, die nach einem gewissen Zeitraum merken, ich brauche weder Insulin und ich brauche auch keine Bauchspeicheldrüsenenzyme in Kapselform. Auch das gibt es. Das ist ja eine ganze Menge, auf die man sich da neu einstellen muss. Und ich weiß, Ihnen ist wichtig, dass man als Patient eine Hilfe zur Selbsthilfe findet. Und Sie helfen Ihren Patienten auch dabei, die zu finden. Können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, das ist ganz essentiell. Ich meine, das sieht man auch allein an diesen ganzen Zeichnungen. Das ist ein kompliziertes Problem. So, nicht nur für den Patienten, auch für die Angehörigen, auch zum Teil für die anderen Kollegen und für die Ärzte, das muss man auch sagen. Das sind oft komplexe Zusammenhänge. Und gerade für die Patienten ist es wichtig, dass sie sich untereinander austauschen. Es gibt eine sehr aktive Patienten-Selbsthilfegruppe oder eine Selbsthilfegruppe, die nennt sich Arbeitskreis der Pankreatektomierten. Das klingt etwas
abschreckend, aber pankreatektomiert, das heißt Leute, die an der Bauchspeicheldrüse operiert sind. Mhm. ADP wird das abgekürzt, deutschlandweite Selbsthilfegruppe, Patientenvereinigung, die extrem aktiv ist. Ja. Da treffen sich die Patienten regelmäßig, auch in unserem Haus, tauschen sich aus. Da geht es dann wirklich mal von Patient zu Patient um Ernährungsfragen, wie viel Insulin nehme ich, was kann ich essen, wie dosiere ich diese Bauchspeicheldrüsenkapseln und so weiter. Auch bis Rentenfragen, Rehabilitation und solche Dinge. Also das sind immer sehr, das sind sehr interessante, spannende Treffen, an denen ich auch immer noch viel lerne, wenn ich die Patienten dort wiedersehe und mit denen spreche über ihre Erfahrungen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir den Patienten auch noch ganz stark ans Herz legen, dass sie sich da irgendwie engagieren oder dort Mitglied werden und sich dort noch weitere Informationen holen. Vielen Dank für diese interessanten Informationen. Danke sehr. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.